Also da ist aus meiner Sicht ganz klar der Fehler der EZB, dass sie zu zurückhaltend ist. Und ich denke, sie wird auch gezwungen sein, der Fed in die Richtung letztendlich zu folgen. Acht Minuten war die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole nur lang, aber die Auswirkungen auf die Märkte war ja fast schon verheerend. Es gab eine starke Kurskorrektur. Viele Investoren haben darunter gelitten, Positionen abgebaut. Ein Meeting in Jackson Hole, was auch Thomas Romig, Multi-Asset-Experte von Ascenagon, sich wahrscheinlich im Detail angeschaut hat. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Tim. Ja, ein spannendes Meeting in Jacksonville haben wir da gesehen, mit einigen spannenden Aussagen von Fed-Chef Powell. War diese Korrektur unmittelbar nach dem Fed-Meeting so überraschend oder durchaus eigentlich erwartbar und die Reaktion der Marktteilnehmer vielleicht etwas zu harsch? Ja, erwartbar war nichts, weil die Erwartung war ja dann vorher eingepreist in den entsprechenden Kursen. Ich denke, viele Marktteilnehmer haben schon richtungsweisende Informationen erwartet. Die kamen dann auch vielleicht stärker in Richtung Inflationsbekämpfung und weniger in Richtung mehr smooth durch die jetzt durchaus harten Zeiten zu gehen. Deswegen war die Markterwartung oder die Marktreaktion besser gesagt aus meiner Sicht für die Informationen, zumindest das, was an Wille gezeigt wurde, eher muted, auch wenn der US-Aktienmarkt am Freitag 3,3% verloren hat. Aber es war ein starkes Statement Richtung Inflationsbekämpfung. Natürlich kommt es jetzt auf die nächsten Wochen an, was da gezeigt wird. Aber ich glaube, dass es langfristig auf jeden Fall eine gute Entscheidung war, hier ganz klar gegen die Inflation vorzugehen. Ja, das Statement war auf jeden Fall eindeutig. Man werde alles tun, um die Inflation zu bekämpfen. Jetzt gibt es einen ehemaligen EZB-Chef, der mit seinem Whatever It Takes Schlagzeilen gemacht hat. Ist Powell jetzt sozusagen das Anti-Whatever It Takes? Nein, ich denke, dass die Entschlossenheit das Wichtige ist. Und da glaube ich, dass die Fed auf jeden Fall in einer besseren Position ist als die EZB damals. Ich will aber jetzt wirklich die zwei Situationen jetzt nicht miteinander vergleichen. Vielleicht kann man vergleichen, wie die Fed gegenüber der EZB steht. Natürlich in einer besseren Position. Sie haben die Zinsen schon erhöht. Sie haben die Erwartungen in den Markt gegeben, die Richtung 3,5-4% gehen. Und man hat jetzt auch gezeigt, dass man gewillt ist, länger restriktiver aufzutreten und da an diese Sache ranzugehen, was vielleicht auch ein bisschen an der Struktur der Inflation letztendlich liegt. In den USA ist die um die 8-10%, in Europa ist sie um die 8-10%, aber die Struktur, woher die denn kommt, ist durchaus anders. Jetzt ist die EZB ja durchaus etwas hinter den Maßnahmen der US-amerikanischen Notenbank. Liegt das daran, dass einfach vielleicht der Werkzeugkasten kleiner ist? Oder gibt es da genug Möglichkeiten für die EZB, die sie aber aus welchen Gründen auch immer nicht nutzt derzeit? Weil die Inflation, auch neue Daten aus Deutschland, aus Spanien, ist eben ja weiterhin hartnäckig hoch. Ja, erstens mal, die EZB schaut da mittelfristig auf die Inflation. Und in den Erwartungen ist auch drinnen, dass eine gewisse Dämpfung des Wirtschaftswachstums kommen wird. Allerdings hat die EZB sich selber in diese Situation letztendlich gebracht. Sie will natürlich auch die Peripherieländer mit den höheren Zinsniveaus letztendlich schonen. Aus meiner Sicht ist das aktuell gar nicht so notwendig, weil die Duration der Schulden in der Peripherie gar nicht mal so schlecht ist. Also die können durchaus auch ein bisschen was an Zinsniveau oder an höheren Zinsniveau abfedern. Also da ist aus meiner Sicht ganz klar der Fehler der EZB, dass sie zu zurückhaltend ist. Und ich denke, sie wird auch gezwungen sein, der Fed in die Richtung letztendlich zu folgen. Das war aus meiner Sicht auch bisher der Fehler, dass sie nicht entschlossen das Thema Inflation aufgenommen hat, sich zu sehr darauf fokussiert hat, dass alles aus dem Energiebereich kommt.
Und eine oder als eine Reaktion ist natürlich auch auf der Währungsseite zu sehen, wie stark der US-Dollar geworden ist, wie schwach eben auch der Euro geworden ist. Ist das eine weitere Problematik für die Inflationsthematik in Europa? Es sollte eine ganz klare Messgröße für die EZB sein, weil das ist letztendlich das Feedback des Marktes zu ihrer Politik. Die Zinsdifferenz zu den USA ist zu groß. Die Inflationszahlen sind ungefähr ähnlich. Allerdings sind die Zinsniveaus stark unterschiedlich. Wir sind in der Erwartung für Dezember in Europa oder in der Eurozone bei 1,5%. In den USA um die 2% höher. Und daran liegt es, dass auch der Euro relativ schwach ist. Und das ist ein weiterer Inflationstreiber. Allein der US-Dollar hat 15% circa aufgewertet. Und das ist ganz klar auch der EZB anzurechnen, dass sie hier eines der Inflationstreiber für Deutschland ist oder für Eurozone ist. Insofern ein Plädoyer für eine striktere EZB-Politik, sagt Thomas Romick, Multi-Asset-Experte bei Ascendagon. Thomas, vielen Dank für deine Einblicke. Ja, vielen Dank, Tim.